Franz Kreimer Keys, dem YouTube-Kanal natürlich über Keyboards. Heute möchte ich euch den Physical Modeling Synthesizer Korg Z1 von 1997 vorstellen. Viel Spaß! So, das ist der wunderbare Korg Z1 aus dem Jahr 1997. In diesem Synthesizer steckt die sogenannte MOS-Klangerzeugung. Es hat jetzt nichts zu tun mit dem gleichnamigen Model. MOS bedeutet Multi-Oscillator-Synthesis-System. Multi-Oscillator-Synthesis-System. Dieser Synthesizer hat, wie viele klassische Synthesizer, zwei Oszillatoren, einen Suboszillator, Rauschgenerator, zwei verschiedene Filter, fünf verschiedene Hüllkurven, vier LFOs. Das Besondere an diesem Synthesizer ist, seine Oszillatoren können 13 verschiedene Synthesearten nachbilden. Sieben dieser Synthesearten widmen sich dem klassischen Synthesizer und die anderen sechs widmen sich einer Orgel, den E-Pianos, dann Holzblasinstrumenten, Blechblasinstrumenten und Saiteninstrumente. Optisch ist der Synthesizer eher eine graue Maus. Also in der Farbkiste haben natürlich die Designer von Korg hier nicht geschlafen. Ich nenne das immer so ein Bürodesign. Sieht irgendwie aus wie so eine Schreibunterlage mit einer Rechenmaschine irgendwie gemischt. Es gibt eine 5-Oktaven-Tastatur, in der Mitte gibt es ein Display. Unter dem Display haben wir 5 verschiedene Knöpfe. Die kann man nicht nur drehen, sondern auch drücken. Und diese Knöpfe können einzelne Parameter der Sounds beeinflussen. Hier haben wir einen numerischen Eingabeblock, wunderbar, den schätze ich sehr bei Synthesizern, man kann dadurch Werte direkt eingeben. Dann hier haben wir Echtzeitregler für die beiden Filter, dann für die Hüllkurven, dann gibt es hier noch ein Pitchband, den Modulationsregler, dann gibt es hier noch zwei programmierbare Schalter. Und wunderbar, hier gibt es einen sogenannten Ribbon Controller, aber der Ribbon Controller geht nicht nur nach rechts und nach links, sondern auch nach oben und nach unten. Das ist quasi ein XY-Touchpad, so nennt man das. Ich kann mit diesem Schalter auch die Position, wo ich gerade meinen Finger hinbewegt habe, einfrieren. Ich habe vorher schon gesagt, Physical Modeling Synthesizer. Korg hat versucht, nicht nur eben klassische Synthesizer abbilden zu können mit den Oszillatoren, sondern auch akustische Instrumente. Ich würde mal sagen, es ist jetzt mehr oder weniger, also eher weniger erfolgreich gewesen, das Ganze. Wenn man sich jetzt zum Beispiel das Saxophon anhört. Ja, sehr bescheiden. Das gleiche ist auch für Blechblasinstrumente. Interessant sind hier nicht die Klangergebnisse, wie authentisch ist das Ganze, sondern interessant ist die Art und Weise, wie ich verschiedene Parameter modulieren kann. Das war jetzt zum Beispiel dieses Flötenmodell, aber eingesetzt eben nicht als Flöte, sondern als klassischen Synthesizer-Sound. Interessant sind auch die Effekte, die sich hier machen lassen. Zum Beispiel das Flötenmodell kann dann so klingen. Die
Dieser Synthesizer hat natürlich unzählige Parameter, die man einstellen kann. Man muss sich vorstellen, Lederoszillator kann 13 verschiedene Modelle reproduzieren. Und immer wenn ich ein neues Modell einstelle, ändern sich alle Parameter, die ich ändern kann. Es gibt allein 50 Modulationsquellen, die man auswählen kann. Ein so ein Regler hier kann 230 verschiedene Parameter modulieren. Der Synthesizer ist quasi ein richtiges Parametergrab. Ich glaube, das ist auch mit dafür verantwortlich, warum dieser Synthesizer nie so einen Erfolg gehabt hat. Wenn ich jetzt das Holzbläsermodell hernehme, gibt es noch einmal 13 verschiedene Untertypen. Die klingen dann natürlich beim Lachen immer anders. Das ist die Bahnflöte. Das ist die Harmonika. Und das ist die Flöte. Es gibt insgesamt 6 verschiedene Filtertypen. Es gibt auch einen speziellen Doppelbandpassfilter und kann so vokalähnliche Effekte erzeugen. Hören wir uns mal kein Bläsermodell an, sondern das Modell der Streichinstrumente. So, jetzt modulieren wir mal ein paar Werte. Gehen wir jetzt weiter zu ganz klassischen Synthesizer-Modellen. Ein klassischer Rechteck-Oszillator-Sound, den ich bei den Harpradlern, da hat er den Synthesizer auch eingesetzt, der Zeit lang, live oft verwendet habe. Bei diesem Solo-Sound hören wir nicht den Standard-Oszillator, sondern einen Variable Phase Modulation Oszillator. Das ist so ähnlich wie FM-Synthese. Ich höre mal nur auf einen Oszillator. So, jetzt ändere ich mal auf Standard-Oszillator. Ja, merkt man, klingt komplett anders. So, ein Cam-Field-Effekt-Oszillator klingt dann so. Schon recht krank, der Sound, ja. Dann gibt es auch einen eigenen Resonance-Oszillator, der hat dann 4 verschiedene Bandpassfilter, die eigentlich, da kann jeder extra gestimmt werden. Ringmodulator, meiner Meinung nach das schlechteste Modell drinnen. Da gibt es noch Cross-Modulation. Und das 7. Modell ist dann der sogenannte Sync-Oszillator. Das hört man natürlich nur, wie der klingt, wenn wir jetzt die Tonhöhe modulieren. Klassischer Sync-Sound. Dieses VPN, Variable Phase Modulation Oszillatoren-System, kann man natürlich noch viel krasser einstellen, dann klingt es wie bei diesem Sound. Hören wir uns mal einen coolen Pad-Sound an.
Hier kommt der Cross-Modulation Oscillator zum Einsatz. Wenn ich den mal allein anhöre, klingt das so. Ja, jetzt editiere ich nur mal kurz. Jetzt bleibt er gleich. Und die Cross-Modulation lege ich jetzt auf Aftertouch. Vielleicht schickt man den Oszillator noch weiter runter auf 32 Fuß. Ein Sound, den ich oft bei den Hardradlern eingesetzt habe, ich habe ihn dann sogar gesampelt. Ich habe ihn als Effekt verwendet. Super Band-Bass-Sweep. Der Z1 ist im Übrigen auch Multimode-fähig, das heißt, ich kann richtige Splits und Layers erstellen. So, beim nächsten Sound hören wir zwei verschiedene Oszillatorenmodelle, den diesen Kammfilter-Oszillator und den Sync-Oszillator zugleich. Den Sound. Natürlich hat der Z1 einen wunderbaren Arpeggiator. Schaut ihr ein, passiert nichts, weil der momentan über MIDI synchronisiert wird. Das heißt, erst wenn ich den Drumcomputer starte, geht's los. On. Schauen wir uns mal kurz an, was dieser Arpeggiator kann. Er kann das, was jeder Arpeggiator macht. Er kann ein Arpeggio, das ich normalerweise so spielen würde, automatisch spielen. Ja, das kann ich so einstellen, dass es immer nur dann spielt, wenn ich drücke. Ja, sonst weg ist, dann kann ich so einstellen, dass es bleibt. Ja, dann kann ich so einstellen, dass das Arpeggio immer von unten anfängt. Dann kann ich natürlich sagen, einen größeren Tastaturbereich, 3 Oktaven. Oder. Ich kann zum Beispiel nur raufspielen. Dann kann ich das Tempo ändern. Dann kann ich die Velocity ändern. Als würde ich weniger stark draufdrücken, dann kann ich die Notenlänge beeinflussen. Dann natürlich rauf und runter. Noch ein Oktav dazu. Und dann kann ich diese Arpeggios auch selbst programmieren. Es gibt hier ein paar so voreingestellte verschiedene Muster. Den Sound, den wir im Intro gehört haben. Dann wieder dieser Resonanzfilter-Sound. Ich kann die einzelnen Filter ausstimmen, die Resonanzwerte. Thank you.
Es gibt auch ein Orgelmodell. Das ist eigentlich zum Hammond-Orgel nachmachen, meiner Meinung nach unbrauchbar. Als Kirchenorgel finde ich es ganz cool. Oszillator. Bei den Seitenmodellen ganz lustig ist das Spinett. Schreibt es in die Kommentare, wenn euch was gefallen hat auch. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Knopf drücken.
sehen uns beim nächsten Mal.